warm welcome from my side. My name is Detlef Fechter. Herzlich willkommen, ich bin Detlef Fechter, Chefredakteur der Börsenzeitung, eine deutsche Tageszeitung mit Sitz in Frankfurt. Ich freue mich sehr, dass Sie heute gekommen sind. Zwei kurze technische Hinweise. Wir werden diese Veranstaltung im Brüsseler Format erleben. We will have this in the Brussels format. Englisch und Deutsch, Englisch und German. So, if it is more convenient, listen in English. Wenn es für Sie einfacher ist, hören Sie uns auf Englisch zu, ansonsten auf Deutsch. Wir haben Übersetzungen hier im Raum. Second is, we know that everybody has something to do. Nummer zwei. Wir wissen, dass alle heute Nachmittag etwas vorhaben. Deswegen haben wir uns ein sehr ehrgeiziges zeitliches Ziel gesetzt, in einer Stunde hier fertig zu sein, also um Punkt 14 Uhr. Wir drücken die Daumen, dass es funktioniert. Wir beginnen mit der Begrüßung und ich freue mich, dass Sie hier sind, Michael Boddenberg. Sie kommen aus Frankfurt, Sie haben in der Lokalregierung gearbeitet vor langer Zeit und heute sind Sie der hessische Finanzminister. Sie haben das Wort, Herr Boddenberg. Sehr geehrte Mitglieder des Europäischen Parlaments, der Kommission und der ständigen Vertretungen, sehr geehrter Herr Minister Lindner, schön, Sie hier in der Botschaft des Staats Hessen zu sehen, Frau Wüst, Frau Schüller, meine Damen und Herren. Es ist mir eine große Freude, Sie alle zu der heutigen gemeinsamen Veranstaltung des Bundesministeriums der Finanzen des Landes Hessen und der Stadt Frankfurt zu begrüßen, hier in Brüssel oder per Livestream. Ich freue mich sehr, dass unsere Veranstaltung auf so großes Interesse stößt und die Uhr tickt. Es ist nur noch ein Tag bis zum Ende der Bewerbungsfrist für den Sitz der AMLA. Viele Anträge aus anderen Mitgliedstaaten zeigen sehr deutlich, die Bekämpfung der Geldwäsche ist eine Aufgabe von höchster Priorität. Und eine starke AMLA ist das Herzstück des gesamten Pakets, da es einen sehr wichtigen Beitrag zu einer stärkeren Integrität der Märkte, zu fairen Wettbewerbsbedingungen und zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger Europas leisten wird. Um diese Ziele zu erreichen, braucht die Agentur einen Standort, an dem sie von Anfang an ihr volles Potenzial entfalten kann. Deshalb bin ich mir sicher, dass Frankfurt der perfekte Ort für die AMLA ist. Wir, die deutsche Bundesregierung, das Land Hessen und die Stadt Frankfurt machen dem Rat und dem Europäischen Parlament ein sehr überzeugendes Angebot. Deutschland und Frankfurt bieten ideale Voraussetzungen für die AMLA. Wir nehmen die Geldwäschebekämpfung sehr ernst und haben in den letzten Jahren viele Maßnahmen ergriffen. Das Land Hessen war von Anfang an mit der Darmstädter Arbeitsgruppe Geldwäscheprävention ein deutscher Vorreiter bei der Koordination der Geldwäschebekämpfung im Nichtfinanzsektor. Gemeinsam mit vielen in Frankfurt ansässigen Großbanken engagieren wir uns auch in der Anti-Financial Crime Alliance, einer öffentlich-privaten Partnerschaft, die zur strategischen Zusammenarbeit in diesem Bereich gegründet wurde. Darüber hinaus ist Frankfurt der einzige Ort, an dem die künftige AMLA von der Nähe zur Europäischen Zentralbank profitieren würde. Ich bin mir sicher, dass die AMLA von einer engen Zusammenarbeit in der Startphase und bei zukünftigen Themen, zum Beispiel einem möglichen digitalen Euro, profitieren würde. Als leidenschaftlicher Frankfurter kann ich Ihnen auch versichern, dass die zukünftigen Mitarbeiter der AMLA und ihre Familien in Frankfurt eine lebenswerte Heimat finden werden. Frankfurt liegt im Herzen von Deutschland und Europa. Hoffentlich ist das für Sie in Ordnung. Sie kommen ja aus Berlin. Die Lebensqualität in und um Frankfurt ist unübertroffen und die Lebenshaltungskosten in Frankfurt sind im Vergleich zu anderen europäischen Großstädten noch moderat. Das ist ein großer Vorteil, wenn es darum geht, langfristig hochqualifiziertes Personal zu rekrutieren. Liebe Gäste, als kleine Überraschung, um Ihnen einen Geschmack von Frankfurt zu geben, haben wir einige Gebäckstücke auf Ihre Sitze gelegt.
Diese sogenannten Beetmännchen sind eine original Frankfurter Spezialität und natürlich ein europäisches Produkt. Die Legende besagt, dass ein französischer Koch dieses kleine Gebäck für die Familie des Frankfurter Bankiers Simon Moritz von Bethmann entwickelt hat. Nehmen Sie sie mit nach Hause. Und mit diesem Versuch, Ihnen Appetit auf Frankfurt zu machen, übergebe ich nun das Wort an den Bundesminister der Finanzen, Christian Lindner, für seine Grundsatzrede. Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Veranstaltung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass Sie heute Ihren Weg hierher gefunden haben. Der Kollege, der... Werte Kolleginnen und Kollegen, lieber Michael Boddenberg, ja, ich arbeite heute in Berlin, komme aber ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen und ich habe auch Vorfahren in Hessen. Deswegen bin ich auch wirklich von Frankfurt als Stadt überzeugt. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Vertriebsevent. Ich bedanke mich bei dem Land Hessen, dass es diese Veranstaltung heute organisiert hat. Ich begrüße Sie alle recht herzlich. Heute ist ein guter Tag, um Finanzverbrechen zu bekämpfen. Wir sind heute hier, um Ihnen zu zeigen, weshalb Frankfurt genau der richtige Ort dafür ist. Finanzverbrechen zu bekämpfen ist mir sehr, sehr wichtig, ist ein wichtiger Teil meiner politischen Agenda und in Deutschland gibt es da oder gab es da sicherlich auch Verbesserungsspielraum. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute offiziell Deutschlands Bewerbung einreichen, um mit Frankfurt den Sitz der AMLA zu stellen. Und meine Kolleginnen und Kollegen haben mich gerade informiert, dass die Dokumente soeben eingereicht wurden und dass die deutsche Bewerbung hiermit offiziell eingegangen ist. Die Gründung dieser neuen Agentur ist eine ganz wichtige Initiative, wird sicherlich ein ganz wichtiger Meilenstein sein bei unseren gemeinsamen Anstrengungen, den EU-Rahmen weiter zu stärken für die Bekämpfung von Finanzverbrechen. Unsere europäische Überwachungsarchitektur wird dadurch verbessert werden, wird auch dazu beitragen, dass die Integrität und die Stabilität unseres Finanzsystems gewährleistet wird. Es wird Menschen und Unternehmen in Europa und darüber hinaus schützen. Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus sind große grenzüberschreitende Risiken. Es ist schwierig, wenn nicht unmöglich, alleine auf nationaler Ebene zu bekämpfen. Es gibt ernsthafte Finanzverbrechen, die sich sehr, sehr schädlich auf unsere Volkswirtschaften und auf uns alle auswirken. Unsere Bürgerinnen und Bürger müssen wir vor diesen Verbrechen schützen und wir müssen auch die ehrlichen Steuerzahler und Unternehmen schützen, die ihre Steuern zahlen und sich an unsere Gesetze halten. Sie erwarten richtigerweise, dass andere das Gleiche tun sollten. Wir müssen entscheidende Schritte unternehmen, um Finanzverbrechen zu bekämpfen, und hier müssen wir zusammen agieren. Die Geldwäscheskandale der Vergangenheit haben bewiesen, dass wir einen europäischen Ansatz benötigen. Die Bekämpfung der Geldwäsche und die Bekämpfung der Finanzierung von Terrorismus sind somit eine ganz wichtige Priorität für die EU und ihre Mitgliedstaaten, insbesondere für Deutschland, wie ich bereits erwähnt habe. Gemeinsam können wir die Pioniere der Bekämpfung der Geldwäsche sein. Deswegen hat Hessen und deswegen unterstützen Frankfurt und Hessen das Paket, das von der Europäischen Kommission im Jahre 2021 vorgelegt wurde. Die Europäische Kommission hat unterschiedliche ehrgeizige Reformen aufgelegt, die darauf abzielen, die Überwachung und die Erkennung von verdächtigen Transaktionen zu erkennen. Gleichzeitig ist das Ziel auch die Schließung von Schlupflöchern. Die
Kriminelle verwenden. Wir müssen entschlossen den EU-weiten Kampf gegen Finanzverbrechen entwickeln. Die EU sollte führend sein im Bereich der finanziellen Integrität und ihre Position als sogenannter Normensetter stärken. Und wir sind damit einverstanden, dass wir konkrete Schritte hierfür benötigen. Die Gründung dieser AMLA, einer Geldwäschebekämpfungsagentur mit weitreichenden Überwachungsbefugnissen und einer unabhängigen Entscheidungsfindungsstruktur, wird sicherlich in diesem Bereich den Unterschied machen. Dadurch wird EU sehr viel besser positioniert sein, wenn es darum geht, finanzielle Verbrechen zu bekämpfen. Die Gründung der AMLA ist etwas, das Deutschland während der Verhandlungen des EU-Paketes immer wieder unterstützt hat. Das verbessert unsere Überwachungsarchitektur sowie den Rechtsrahmen, der uns zur Bekämpfung von Finanzverbrechen dient. Und jetzt ist es an der Zeit zu beschließen, wo diese neue Agentur ihren Sitz haben wird. Und ich bin der Ansicht, dass es von strategischer Bedeutung ist, dass die AMLA so bald wie möglich eingerichtet wird. Das ist unabdingbar für den Erfolg des Geldwäschebekämpfungspakets der EU. Und gleichzeitig ist es wichtig für uns alle, um unsere gemeinsame Verantwortung in diesem Bereich wahrzunehmen. Jetzt, wo die Bewerbungen eingereicht wurden, müssen die EU-Institutionen eine Entscheidung treffen. Die AMLA muss schnell und robust eingerichtet werden. Das ist ganz besonders wichtig. Und ich weiß, dass mein Land in der Vergangenheit in Brüssel berühmt war für die sogenannte deutsche Wahl, German Vote. Aber ich kann Sie vergewissern, wenn es um die AMLA geht, ziehen wir alle am selben Strang. Um sicherzustellen, dass die AMLA ab Tag 1 erfolgreich ist, müssen wir die neue Agentur in das Ökosystem einbetten. Und für mich ist dafür der perfekte Ort Frankfurt. Frankreich ist Kontinentaleuropas größtes Finanzzentrum und ein globaler Knotenpunkt mit den ganzen Vorteilen, die damit einhergehen. Die Entscheidung, AMLA in Frankfurt einzurichten, würde bedeuten, dass die Agentur sofort Zugang hat zu einer finanziellen Sicherheitsarchitektur. Und es würde unterstreichen, dass die AMLA eine wesentliche Rolle spielt in der europäischen Überwachungsarchitektur. Und das ab Tag 1. Ja, warum ist Frankfurt der ideale Ort? Zunächst einmal sollte sich die AMLA in einem Bankenzentrum befinden. In Frankfurt wäre die AMLA in der Nähe der wichtigen Unternehmensinstitutionen. Michael Boddenberg hat das erwähnt. Das bedeutet, dass die AMLA und das Personal die Hauptaufgaben durchführen könnte, einschließlich der direkten Überwachung des größten europäischen Finanzdienstleistungsanbieters, was zu mehr Nachhaltigkeit und Effizienz führen würde. Zweitens, die EZB. Die EZB als Nachbar zu haben, wird die wirksame Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Banken und den Übersehern ermöglichen. Keine Stadt ist so einzigartig geeignet, um eine solche Zusammenarbeit zu fördern und Synergien zu kreieren. Drittens, Menschen- und Weltklasse-Infrastruktur. Mit Sitz in Frankfurt wird die Agentur Zugang zu Talenten haben, zu nachhaltigen Büroräumen und zu guten Verkehrsverbindungen. Sollten die Mitarbeiter in ihre Heimat zurückkehren wollen, so hat Frankfurt selbstverständlich privilegierten Zugang zu Verkehrsangeboten und ein wunderbares Netzwerk an Nahverkehrsangeboten. Frankfurt ist bereit für die Agentur und ihre Einrichtung.
Und zu guter Letzt geht es auch um die Heimat. Das künftige Personal der AMLA kann sich auf eine hohe Lebensqualität freuen, in einem internationalen, multikulturellen Umfeld, in einem europafreundlichen Land. Und ich hoffe, Sie sind mit mir einverstanden, dass das ganz wichtige Faktoren sind für den Erfolg der AMLA. Heute geht es aber auch darum, zu zeigen, wie ernst wir unsere Bewerbung nehmen. Unsere Bewerbung zeigt, dass die AMLA von Vorteil ist. Zu unserer Bewerbung gehört die finanzielle Unterstützung der AMLA. Sie sind sich wahrscheinlich der Tatsache bewusst, dass Deutschland eine sehr vorsichtige Haushaltsplanung vorgenommen hat und hier auch Prioritäten gesetzt hat. Und ich kann Ihnen sagen, AMLA ist eine dieser Prioritäten. Und wir haben hier auch jetzt schon Mittel zweckgebunden, damit die AMLA so schnell wie möglich betriebsbereit sein kann. Ich bedanke mich bei allen, die so hart an dieser Initiative gearbeitet haben. Ich bedanke mich für die Anstrengungen, hier drei perfekte Gebäude zu finden, die der Sitz der AMLA sein könnten. Und natürlich sind wir heute hier, um das Brüsseler Publikum davon zu überzeugen, um das Parlament und die Mitgliedstaaten zu überzeugen, dass unsere Bewerbung ein ernsthaftes Angebot ist, der AMLA alles zu anzubieten, was sie benötigt. Ich möchte betonen, dass sich Deutschland voll und ganz dazu verpflichtet, die inländische Bekämpfung der Finanzverbrechen zu entwickeln. Und wir haben unsere Anstrengungen in diesem Zusammenhang über die letzten Jahre hochgefahren. Ein Beispiel: Vor 8 Jahren gab es 3 Experten, die an der Geldwäschebekämpfung in meinem Ministerium arbeiteten. 3. Heute sind es 100 Experten, die daran arbeiten, unseren Rahmen zu stärken. Wir unternehmen grundlegende Reformen zur Verbesserung unserer nationalen Strukturen, Institutionen, Werkzeugen und Ansätzen. Im Oktober dieses Jahres beispielsweise hat die deutsche Regierung ein Dekret erlassen für eine neue Agentur zur Bekämpfung von Geldwäsche. Hier werden die unterschiedlichsten Aktivitäten gebündelt unter einem Dach. Und das wiederum wird dazu führen, dass man einen ganzheitlichen Geldwäschebekämpfungsansatz zum ersten Mal in Deutschland haben wird. Und diese neue Agentur wird als AMLAs nationales Gegenstück in Deutschland fungieren. Ich hoffe, Sie haben gesehen, dass Deutschland als Ganzes, aber Frankfurt insbesondere, ideal qualifiziert sind, um der zukünftige Sitz der AMLA zu sein. Wir bieten alles an, damit die AMLA schnell eingerichtet wird, damit wir gemeinsam wirksam die Geldwäsche bekämpfen und hier den nächsten Schritt einlegen können. Lassen Sie uns gemeinsam unsere Anstrengungen erhöhen und die AMLA bestmöglich positionieren. Ich habe heute betont, wie wichtig die Geldwäschebekämpfung für uns ist. Aus dem Herzen Europas, für ganz Europa, zum Schutz unserer Menschen, zum Schutz unserer Unternehmen, zum Schutz unserer Finanzintegrität und unserem Wohlhaben. Ich wünsche der AMLA viel Erfolg. Die deutsche Regierung verpflichtet sich zu 100%, die AMLA zu unterstützen und auch ihren Sitz anzubieten. Hoffentlich wird sich Frankfurt auch auf die Unterstützung unserer Partner verlassen dürfen. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass das Leben der Finanzverbrecher schwieriger wird. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gute Rede. I like this. Thank you very much, Mr. Boddenberg. Vielen Dank, Herr Boddenberg, Herr Lindner. Ich möchte nun die Teilnehmer der Podiumsdiskussion auf die Bühne bitten. Bitte kommen Sie zu mir. Ich werde Sie in aller Kürze vorstellen. Sie haben ja bereits von beiden Ministern gehört, darüber hinaus haben wir Stefanie Wüst, Stadträtin für den Magistrat in Frankfurt.
ist im Magistrat verantwortlich für Wirtschaft und Rechtsfragen. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Und an dieser Position teilnehmen. Außerdem haben wir Regina Schüller. Das ist hervorragend, dass wir Sie als Gast gewinnen konnten. Sie haben für nahezu jede Institution, die ich in Frankfurt kenne, schon gearbeitet. Sie haben für die EIOPA gearbeitet, mit Petra Kemmer. Sie haben bei der EZB gearbeitet. Die meisten hier im Publikum kennen Sie in Zusammenarbeit mit Herrn Draghi, Herr Deusenberg, Herr Trichet. Sie haben mit der BaFin gearbeitet. Ebenso wie mit dem ISSB, wo Sie zurzeit auch noch arbeiten, was natürlich auch direkt abhängig ist von der IFRS-Stiftung. Und das heißt, Sie sind wirklich in der Lage, uns eine sehr interessante Perspektive zu bieten, wie es ist, als EU-Beamter in Frankfurt zu arbeiten. Können Sie etwas zu diesen Erfahrungen sagen? Ja, vielen Dank, Detlef. Wir kennen uns auch schon eine ganze Weile. Ich beginne mit einem persönlichen Kommentar. Als ich 1989 nach Frankfurt gezogen bin, habe ich für die Deutsche Bank gearbeitet und ich dachte, ich würde 2 Jahre bleiben. Ich hatte eine Green Card und wollte eigentlich nach New York gehen, aber ich bin 35 Jahre später immer noch in Frankfurt. Warum? Aus ganz einfachen Gründen, denn die internationalen Institutionen ziehen nach Frankfurt. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich hatte das Privileg für die Europäische Zentralbank und schon für den Vorgänger der Europäischen Zentralbank, dem Europäischen Monetären Institut damals, zu arbeiten. Das war 1994. Und ich habe mir dort mit eigenen Augen ansehen können, wie es ist, dass Kollegen aus der ganzen Europäischen Union und teilweise auch darüber hinaus nach Frankreich kommen. Im November 1994 hatten wir 400 Kollegen, die aus ganz Europa nach Frankfurt gekommen sind. Und es gab auch Präsentationen in London, in Madrid und an anderen Städten, um die Kollegen aus den europäischen Behörden dazu zu motivieren, nach Frankfurt zu ziehen, um dort für die EZB zu arbeiten. Vielleicht können Sie noch ein bisschen mehr von Ihren Erfahrungen berichten, aber jetzt möchte ich erstmal Stefanie Wüst fragen. Wir haben Frau Hekema über Schulen und Kinderbetreuung gehört. Hat Frankfurt denn die erforderliche Infrastruktur für die EU-Beamten und für deren Familien? Lassen Sie mich zunächst einmal sagen, vielen Dank, dass Sie uns eingeladen haben und dass wir hier die Möglichkeit haben, über meine Heimatstadt Frankfurt zu sprechen und über die Rhein-Main-Region. Es ist eine Region, die zu den dynamischsten Wirtschaftsregionen Europas gehört. Der Arbeitsmarkt bietet zahlreiche Chancen, auch für die Familien der Mitarbeiter der AMBLA. Es ist so einfach, von und nach Frankfurt zu reisen. Besucher sind immer wieder überrascht, wie schnell man die Frankfurter Innenstadt und den Finanzplatz Frankfurt erreichen kann. Und das sind nur 15 Minuten vom Flughafen aus. Die Anbindungen an den Verkehr sind ausgezeichnet. Das ist der internationalste Hub der Welt. Es wird immer gesagt, dass man jede europäische Hauptstadt innerhalb von 5 Stunden erreichen kann. Man kann innerhalb von 3 Stunden von Frankfurt nach Brüssel gelangen, innerhalb von 4 Stunden nach Paris und innerhalb von 5 Stunden nach London. Das alles mit dem Zug. Und das ist natürlich auch umweltfreundlich. Frankfurt ist eine sehr internationale Stadt. Mehr als 185 Nationalitäten leben in Frankfurt. Es gibt dort mehr als 100 diplomatische Vertretungen, zahlreiche internationale Gemeinschaften, auch internationale Unternehmensgemeinschaften. In Frankfurt spricht eigentlich jeder Englisch. Selbst im Austausch mit der Stadtverwaltung sprechen wir Englisch. Das funktioniert also alles sehr gut. Und wir hoffen, dass die Mitarbeiter der AMLA nach Frankfurt kommen und sich dort auch zu Hause fühlen werden. Und Sie hatten ja Schulen angesprochen.
Es gibt über 50 internationale Schulen in Frankfurt, wo man also internationale Schulbildung erhalten kann. Darüber hinaus 2 Europaschulen, wo man auch ein europäisches Abitur abschließen kann. Und natürlich Hochschulen und Universitäten, wie zum Beispiel die Frankfurter Wirtschafts- und Finanzhochschule. Ja, das sind einige Hinweise zur Infrastruktur vor Ort. Aber Christian Linter, das wurde ja schon gesagt, es gibt die EIOPA, die EZB und weitere Behörden. Also Frankfurt hat ja schon sehr viel bekommen, was die Sitze der Behörden angibt. Was es wäre denn ein guter Grund, warum jetzt auch noch die AMLA nach Frankfurt kommen sollte? Es geht nicht darum, den Kuchen aufzuteilen. Es geht um die politischen Ziele. Und ich denke, dass Frankfurt ein großer Vorteil ist als Ort. Für den Erfolg der AMLA ist es von entscheidender Bedeutung, Zugang zur Bankenaufsichtsbehörde zu haben, damit sie ihre Ziele auch erfüllen können. Ich glaube, dass es darüber hinaus sehr wichtig ist, diese Vorgänge zu beschleunigen. Wir müssen schnell sein und man kann in Frankfurt qualifiziertes Personal einstellen. Es ist im Herzen Europas, es ist in großer Nähe zu anderen Finanzinstitutionen und die Infrastruktur ist vorbildlich. Das kann man nicht über alle Städte in Deutschland sagen, aber man kann sagen, dass man von Frankfurt aus alle bedeutenden europäischen Städte erreichen kann. Und wenn ich mir unsere politischen Ziele ansehe, dann halte ich Frankfurt für die beste Wahl. Und wenn man dann die sogenannten Soft Factors betrachtet, hat auch hier Frankfurt zahlreiche Vorteile. Vielen Dank. Ich gehe jetzt mal auf Deutsch, weil wir ja auch versprochen haben, dass wir ein bisschen hin und her wechseln. Wir können ja beides in Frankfurt und beides auch in Brüssel. Jetzt starten wir mal mit den schönen deutschen Worten Big Data. IT, Herr Linden hat schon darauf hingewiesen, wir haben eine Infrastruktur in Frankfurt, die besonders ist. Können Sie uns da etwas zu sagen, denn das ist ja im Kampf gegen Geldwäsche nicht unbedeutend, wie gut die IT-Infrastruktur ist. Ja, wir können also auch Deutsch, das sollten wir nicht unerwähnt lassen und danke, dass wir auch über diesen Punkt reden. Ich glaube, dass die klassischen Infrastrukturvorteile der Region relativ bekannt sind. Kollegin Wüst hat den Frankfurter Flughafen erwähnt. Ich glaube, es ist aber in einer Zeit, in der wir leben und wo wir Hightech in jeder Hinsicht, gerade auch bei der Bekämpfung von Geldwäsche brauchen, gigantische Datenvolumina haben, analysieren müssen, im Konzert der Sicherheitsbehörden, eben auch digitale Infrastruktur ein ganz wesentlicher Moment sind. Was möglicherweise nicht jeder weiß, ist, dass Frankfurt der zentrale Internetknoten, man könnte sagen, der größte Internetknoten weltweit ist, was die Kapazitäten anbelangt. Darum herum ranken sich Serverkapazitäten, die, glaube ich, in Europa ziemlich einmalig sind. Rechenzentren, wo sie hinschauen, in Frankfurt am Main, das ist mittlerweile ja auch im Bewusstsein der Bevölkerung und der Wirtschaft in Frankfurt sehr angekommen, dass das ein Standortvorteil für viele andere Ansiedlungen sein kann. Und das alles im Konzert mit dem, was Minister Lindner eben erwähnt hat, an bisherigen Autoritäten aus der Finanzdienstleistungswelt, der Aufsicht, der EZB und SSM und all dem, was wir dort an Konstrukt haben, glaube ich, ist eine tolle Symbiose, nicht nur diese kurzen Wege im wahrsten Sinne des Wortes zu haben, sondern auch die digitalen Kapazitäten zu haben, um in der Recherche dessen, was uns treibt, nämlich demjenigen, der mit Geldwäsche gigantische Volumina an Geldern, wohin auch immer vertreibt, im schlimmsten Fall zur Finanzierung von Terrorismus, dem nachzukommen, heißt, wir müssen Geschwindigkeiten, digitale Geschwindigkeiten haben vor allen Dingen. Und ich glaube, da sind wir wirklich gut im Rennen. Danke. Christian Lindner, Christian Lindner, Sie hatten bereits abgesprochen,
dass 100 Geldwäschebekämpfungsexperten bei Ihnen arbeiten in Ihrem Ministerium. Das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema für Sie. Ist es wirklich eine Priorität auch für den Rest der Regierung? Denn Sie sind schließlich mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Ist der Kampf gegen Geldwäsche... Ich habe jetzt die Sportliche angebracht, aber ist das wirklich eine der Prioritäten der Bundesregierung? Natürlich, es ist eine unserer wesentlichen Prioritäten. Und ich habe gerade erwähnt, dass wir hier für eine neue politische Agenda vorbereiten. Das Kabinett beabsichtigt, eine neue Behörde hierfür einzusetzen, mit Sitz in Köln. Unsere Agentur zur Bekämpfung der Geldwäsche wird also ihren Sitz in Köln haben. Das sind, so meine ich, 1,5 Stunden von Frankfurt entfernt, 40 Minuten mit dem Zug. So wird es eine enge Zusammenarbeit geben zwischen der nationalen und europäischen Ebene. Käme es denn dazu, dass die AMLA ihren Sitz in Frankfurt hat? Und momentan verhandeln wir unseren Haushalt für das nächste Jahr. Der Bundestag-Ausschuss wird hierzu nächste Woche seine Entscheidung treffen müssen. Und ich möchte nicht zu viel verraten. Es kann aber sein, dass sich die Prioritäten auch im Jahreshaushalt für nächstes Jahr widerspiegeln werden. Ja, vielen Dank, dass Sie uns hier ein bisschen was verraten haben. Stefanie Wüst, wir reden über Gebäude, über Kapazitäten, über Infrastruktur. Vielleicht können Sie uns genauer erzählen, wo die AMLA in Frankfurt ihren Sitz haben könnte. Sie haben das Wort. Ich glaube, dass Sie auch eine Kleinigkeit vorbereitet haben. Ja, vielleicht kann auch ich ein bisschen was verraten zum potenziellen Sitz der AMLA. Ich zeige Ihnen hierfür ein kurzes Video, denn wir haben nicht nur ein Gebäude, wir bieten der AMLA ein Maximum von 3 Gebäuden an. Und wir dachten, dass es sehr viel netter wäre, Ihnen zu zeigen, wo sich diese Gebäude befinden würden. Und vielleicht beginnen wir jetzt mit dem kurzen Video.
Ja. Ja, da haben Sie eine. Ich glaube, ich verlege auch mein Ministerium bei diesen Gebäuden. Das freuen wir uns sehr zu hören. Keine Weltstadt, Herr Boddenberg. Frankfurt ist nicht New York, Frankfurt ist nicht Paris, Frankfurt ist auch nicht London. Wir sind 700.000 in Frankfurt und nicht mehrere Millionen. Aber warum trotzdem Internationalität? Warum sagen Sie, diese Stadt ist international? I'm convinced too. Auch ich bin überzeugt. Manche in Frankfurt sagen, dass wir das größte Dorf der Welt sind. Und ich denke, dass das auch eine gute Beschreibung von Frankfurt ist. Es ist eine Stadt mit 1 Million Einwohnern. In der Region leben 4 bis 5 Millionen Einwohner. Wir sind aber eine Region mit sehr, sehr vielen Vorteilen aufgrund von all dem, das um die Stadt herum liegt. Es gibt unterschiedlichste Urlaubsziele. Wir sind auch ein sehr großes, grünes Dorf in Frankfurt. Ich liebe die Stadt. Ich komme ursprünglich aus Bonn bzw. Köln. Was mir in Frankfurt besonders gut gefällt, ist, wie international die Stadt ist auf der einen Seite und wie schön und sympathisch die Nachbarschaften und die Menschen sind. Wenn Menschen aus New York zu uns kommen oder aus anderen Großstädten, lieben sie es immer bei uns. Die meisten, mehr als 90%, lieben die Stadt und bleiben auch oft langfristig. Wir wollen Ihnen die Möglichkeit geben, eine Frage zu stellen. We would like you giving the opportunity to ask a question. Is there any question? Gibt es Fragen? AMLA and Frankfurt. Zu AMLA und zu Frankfurt. Ja, please. If you Ja, bitteschön. Ein Mikrofon ist auf dem Weg. Stellen Sie sich bitte kurz vor. Jack Schickler, from Euronews. Jack Schickler von Euronews. Minister Lindner, you have a number of wrangles with your colleagues in ECOFIN at the moment about the presidency of the EIB, about new fiscal rules, gibt es unterschiedliche Gespräche über die neuen fiskalischen Regeln, über die EIB. Könnte auch das hier Teil der Debatte werden und quasi Teil einer Superverhandlung werden? It should not be part of any kind of bargaining, which sollte nicht als Verhandlungsmittel verwendet werden. Diese Behörde, dieses politische Projekt ist einfach zu wichtig, um Teil eines Deals zu sein. Es gibt gute Argumente für Frankfurt, die nichts mit anderen Entscheidungen zu tun haben, die wir über die nächsten Wochen und Monate treffen müssen. Vielen Dank für diese sehr klare Antwort. Hier gibt es noch eine zweite Frage. Vielen Dank. Auch ich habe eine Frage an den Minister. Ich komme von der FT. Sie sagten, dass auch der deutsche Haushalt die AMLA unterstützen wird. Können Sie uns sagen, wie viel mehr oder weniger hier für zweckgebunden wird? Wir unterstützen bereits die Kandidatur, die Bewerbung. Und gemeinsam mit dem Land Hessen und der Stadt Frankfurt werden wir unsere Verantwortung übernehmen. Ich sprach von unserem Haushalt für nächstes Jahr und von unserer nationalen Behörde zur Bekämpfung von Finanzverbrechen. Vielen Dank, Regina. Sie haben uns erzählt, wie es Ihren Kolleginnen und Kollegen in diesen internationalen Institutionen ergeht. Könnten Sie uns noch anekdotische Beweise dafür geben, wie Sie sich in Frankfurt fühlen? Und vielleicht können Sie auch etwas über den internationalen Charakter der Stadt erzählen. Ich arbeite momentan für die FRS. Hier haben wir Kollegen, die aus ganz Europa und aus der ganzen Welt zu uns kommen. Und ich zitiere einen Kollegen, der vor kurzem aus Sydney nach Frankfurt gezogen ist. Und einer unserer Besucher hat ihn gefragt, wie gefällt Ihnen Frankfurt?
Frankfurt. Und er sagte, Frankfurt ist großartig. Ich kann zu Fuß ins Büro gehen, ich habe daneben die Oper, ich kann zu Fuß ins Fitnessstudio gehen, ich kann Tagesausflüge machen. Und ganz, ganz wichtig, und das wurde auch schon öfters erwähnt, aber das stimmt auch wirklich, und er sagte, von Frankfurt aus ist es so einfach, in die ganze Welt zu gehen, in den Süden, in den Westen, in den Norden oder in den Osten. Wir befinden uns hier wirklich in der Mitte. Vor allem aus Sydney kommt, ist ein guter Anschluss natürlich ganz besonders wichtig. Aber während meiner EZB-Zeit hatten wir einen Kollegen, der aus einer europäischen Stadt nach Frankfurt kam. Und er sagte, Regina, innerhalb von 30 Minuten kann ich mit dem Fahrrad meine Kinder in den Kindergarten bringen und danach komme ich zur EZB in Rom. Hat das 1,5 Stunden gedauert. In Frankfurt bekomme ich das in 30 Minuten hin. Vielleicht kann ich auch noch etwas zur Koordinierung und zur Zusammenarbeit der unterschiedlichen Institutionen sagen. Ich habe für die EZB gearbeitet, für die EIOPA gearbeitet und jetzt arbeite ich für die ISSB. Es ist wirklich von Mehrwert, wenn diese Institutionen nah aneinander gelegen sind. So können wir zusammenarbeiten, so können wir uns auch ad hoc treffen. Aber auch was die Verwaltung angeht, seitdem ich für die ISSB arbeite, können zum Beispiel die Personalleiter zusammengebracht werden. So kann ein Austausch bewährter Verfahren stattfinden. Ich sehe es also täglich, wie hilfreich das ist. Und meiner Ansicht nach ist Frankfurt wirklich der Ort für die AMLA. Und das sage ich nicht, weil ich einfach nur hier bin, um Werbung zu machen. Ich sage das, weil ich das wirklich erfahren habe. Ich habe gesehen, wie die EZB in Frankfurt errichtet wurde. Und ich kann sagen, dass Frankfurt wirklich für die ganzen Herausforderungen bereit ist, aber auch wirklich dafür sorgen kann, dass das die perfekte Heimat der Institutionen, des Personals und ihrer Familien wird. Christian Lindner. Wir haben die ganzen Fakten, so meine ich, betont. Jetzt möchte ich noch die Kollegen aus dem Europäischen Parlament kurz ansprechen. Obwohl das Land Hessen von einer konservativen Regierung geführt wird, ist es so, dass wir im Stadtrat von Frankfurt eine progressive Mehrheit haben. Man hat also das Beste aus zwei Welten. Und Scherz beiseite, es geht hier wirklich auch um die Atmosphäre der Stadt Frankfurt. Wie bereits erwähnt wurde, es ist eine sehr offene, multikulturelle Stadt. Und das ist nicht nur heute der Fall, sondern war schon in der Geschichte Frankfurts immer der Fall. Die erste liberale Verfassung Deutschlands wurde in Frankfurt verfasst, und zwar vor 175 Jahren in der sogenannten Paulskirche. Das ist eine Kirche im Herzen Frankfurts. Und ich denke, dass auch das wieder beweist, dass Frankfurt offen ist, eine sehr progressive Stadt ist, mit einem sehr starken wirtschaftlichen Fundament, aber mit einer sehr offen eingestellten Gesellschaft. Also wirklich der beste Ort, den man meiner Ansicht nach in Deutschland für die AMLA finden könnte. Ja, Herr Boddenberg, wir haben darüber gesprochen, dass man die Leute und die Talente in die Stadt holen muss. Wir haben ein wenig über die Schulen und Hochschuluniversitäten gehört. Können Sie uns noch ein paar mehr Tipps geben über das Bildungssystem, über den Talentpool, der in Frankreich zur Verfügung steht? Ich denke, für alle Institutionen
Europas haben wir die Situation, dass eine der größten Herausforderungen der Zukunft ist, hochqualifizierte Leute anzuheuern. Und Sie hatten erwähnt, dass viele Leute zur AMLA kommen werden aus allen europäischen Mitgliedstaaten. Aber wir werden auch hochqualifizierte junge Menschen aus der Region einstellen müssen. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, über die Bildungseinrichtungen zu sprechen, die vor Ort bestehen. Und ich denke, die Goethe-Universität ist eine der wichtigsten Universitäten in der Bundesrepublik. Wir haben zahlreiche Institutionen der Bildung, in der Bildung und in der Privatwirtschaft. Und 250.000 Studenten gibt es im Land Hessen. Das ist eine enorme Ressource und Kapazität, um an diese Herausforderungen heranzustreiten. Und es gibt hier eine wirklich symbiotische Entwicklung für die Stadt Frankfurt, das Land Hessen und die AMLA mit ihrem Personal, das auch aus allen Mitgliedstaaten anreisen wird. Wir haben viele internationale Studenten, auch an der Goethe-Universität, und wir haben also sehr viele Menschen, die 18 oder jünger sind, in Frankfurt sind nicht deutschen Ursprungs. Das ist also eine sehr internationale, eine sehr europäische Stadt. Und das führt zu einer Kultur, zu einem Klima, das sehr global ist. Globale Wirtschaft, globale Netzwerke, europäische Netzwerke. Und für mich ist es einer der größten Vorteile für die Stadt Frankfurt jetzt und in Zukunft. Und damit möchte ich ein letztes Mal die Möglichkeit bieten, Fragen zu stellen für das Publikum. Da hinten sehe ich eine Wortmeldung. Bitte warten Sie auf das Mikrofon. Die Dolmetscher entschuldigen sich. Die Frage ist für Sie in der Dolmetschkabine nicht hörbar. Framework, can you be a bit more consistent on this, please? And say more a bit. And also, it's one of the peer review is one of the criteria to decide for the seats. And I heard that among the negotiator, Germany. Eines der Entscheidungskriterien ist ja das Peer Review, und ich habe gehört, dass bei den Verhandlungen Deutschland versucht, die Gewichtung hier zu verändern. Könnten Sie dazu auch etwas sagen? Deutschland ist ja aktuell nicht in der höchsten Position in diesem Ranking, und wenn man dann nicht in dieser Position ist, warum sollte man dann dort Frankfurt als Standort wählen? Das ist einer der Gründe, warum wir diese Bewerbung eingereicht haben. Wir wollen voranschreiten. Wir wollen besser werden. Das ist eine der neuen Prioritäten der Bundesregierung. Und wir nehmen da auch große Bemühungen auf uns. Wie ich schon gemeint habe, das ist eine neue Bundesbehörde im Kampf gegen Finanzverbrechen und gegen Geldwäsche. Wird erstellt. Das geht natürlich einher mit neuen Kompetenzen für diese Behörde und für den Bund. Und das ist auch als Ergebnis aus dieser Beurteilung herausgekommen. Jetzt werden wir alle Maßnahmen, die FATS empfohlen hatte, auch umsetzen. Und ich denke, das ist das beste Argument für Deutschland. Wir wissen, was von grundlegender Bedeutung ist. Wir wissen, was notwendig ist. Und wir haben beschlossen, dass wir aus dem letzten Bericht Konsequenzen ziehen müssen und dementsprechend unsere Prioritäten neu ausgerichtet haben. Und das ist das beste Argument dafür, dass man die AMLA in Deutschland ansiedeln sollte, um damit auch nochmal unsere inlandlichen Bemühungen zu unterstreichen und zu ergänzen. Vielen Dank. Hier geht es natürlich um Engagement und um
darum, Versprechungen zu machen und zu halten. Und wir haben versprochen, dass wir unseren Zeitrahmen einhalten. Wir haben aber nur noch 2 Minuten und damit haben Sie, Herr Minister Lindner, das letzte Mal das Wort. Was sind Ihrer Ansicht nach die 3 bedeutendsten Punkte? Was sind Ihre 3 durchschlagskräftigsten Argumente, die Dinge, die jeder im Kopf haben sollte bei dieser Entscheidung? Nähe zu europäischen Institutionen. Wunderbares Umfeld in Frankfurt und das volle Engagement der deutschen Bundesregierung, der Stadt Frankfurt und der Landesregierung, die AMLA zu unterstützen im Herzen Europas. Danke sehr. Thank you very much. Thank you, ministers. Vielen Dank, meine Herren Minister, Frau Wüst, Frau Schüller. Um ehrlich zu sein, gab es ein Argument, das hier noch nicht präsentiert worden ist. Das muss man noch hinzufügen. Wir haben einen Weltklasse-Fußballverein in Frankfurt. Das haben wir aus Höflichkeit weggelassen. Aber wenn Sie Interesse daran haben, wenn Sie nach Frankfurt kommen und Sie einmal erlebt haben, was für eine Atmosphäre im Waldstadion herrscht, dann werden Sie das nie wieder vergessen. Aber auch aus Höflichkeit unserer Freunde aus Helsinki werden wir gegenüber darüber nicht länger sprechen. Vielen Dank Ihnen allen hier im Raum, auch Ihnen allen, die online aus der Ferne zugehört haben. Wir bedanken uns bei den Dolmetschern. Die Dolmetscher bedanken sich fürs Zuhören und wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.